Lord, ich habe eine dringende Nachricht für euch. Ja, nicht Innos-Statue. Nicht doch die Innos-Statue. Ach, Gott, das habe ich sie genommen. Egal. Lord Hagen, ich muss mit dir über Bennett reden. Ich muss mit dir über Bennett reden. Bennett könnte uns helfen, das Auge jetzt hatten wir schon. Ich glaube, Bennett ist unschuldig. Ich glaube, Bennett ist unschuldig. Die Beweise sind eindeutig. Er ist schuldig. Was ist, wenn die Beweise nicht stimmen? Sei vorsichtig, was du sagst. Du erhebst schwere Anschuldigungen. Wenn du mir keine Beweise vorlegen kannst, dass der Zeuge lügt, dann solltest du lieber deinen Mund halten. Na, wir haben ja auch ein Tagebuch bekommen, nicht wahr? Bennett könnte uns helfen, das Auge... Ach, verdammt nochmal. Na gut, dann muss ich wahrscheinlich erst das Tagebuch lesen oder sowas. Das kriegen wir wohl hin. Vielleicht soll ich vorher vom Tisch runtergehen, das ist ein bisschen unhöflich. Nachdem ich schon die Innerstatue geklaut habe. So, Bücher und Schriften, ihr seid alle hier unten. Heuerbuch, nein. Logbuch von Greg, nein. Nein, nein, auch das nicht. Das Tagebuch von Cornelius, ja, das ist es doch. Wenn Larius so weitermacht, werde ich mich nach einer anderen Stelle umsehen. Heute Nacht ist mir etwas Seltsames passiert. Einer dieser Männer in den schwarzen Kapuzenmänteln, von denen man immer hört, habe ich in meinem Haus aufgesucht. Ich war gar nicht aufgeregt, obwohl man sich nur Schreckliches von ihnen erzählt. Die Macht, die diese Männer ausstrahlen, war fast körperlich zu spüren. Die Stimme dagegen war sehr ruhig und vertrauenserweckend. Er hat mir 20.000 Goldstücke geboten. Wow, das ist viel. Wenn ich dafür sorge, dass einer der Söldner verurteilt wird. Ich würde schon merken, wenn es soweit ist. Ich habe natürlich sofort zugestimmt, die Söldner haben es verdient. Wenn sie nicht gekommen wären, würde hier alles zu meiner Zufriedenheit verlaufen. Die Goldstücke werden mir einen ruhigen Lebensarbeit garantieren. Mein Gott, was rede ich? Es ist soweit. Sie haben einen dieser Söldner geschnappt. Er sollte ein Kinderspiel werden, mein Wort zu halten. Noch was? Nein. So, Lord Hagen, hey, wir haben den Beweis. Cornelius hat gelogen. Cornelius hat gelogen. Woher weißt du das? Hier, ich habe sein Tagebuch. Dort steht alles drin. Dieser kleine, schleimige Verbrecher. Angesichts der neuen Beweise bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Kraft meines vom König und der Kirche verliehenen Amtes verfüge ich, dass der gefangene Bennett von allen Anschuldigungen entlastet und somit ein freier Mann ist. Cornelius ist wegen Falschaussage unverzüglich in Gewahrsam zu nehmen. Er hat sich aus dem Staub gemacht. Früher oder später wird er hier auftauchen. Dann werden wir ihn verhaften. Richtig so. Wie ist die Lage? Das ist mir gerade egal. Ich gehe erstmal zu Bennett und bringe ihm die frohe Kunde. Auf, dass er gleich mal unser Amulett reparieren kann. Also raus aus dem Lager. Fahrt der Tugend ist lang und steinig. Also aus dem Oberschichtenlager. Aus dem Oberviertel sozusagen. Das kann doch nicht wahr sein. Kann es sein, dass es hier eben mehr Arbeiter werden? Muss ich kurz mal gucken. Hat einer von euch einen Namen? Ein Arbeiter? Ein Arbeiter. Was gibt's Neues? Nee, alles normal. Nun gut, dann gehen wir da runter. Hopp. Vorbei den netten Herren mit den Rüstungen. Ach ja, Diego, vielleicht soll man noch dein Geld holen. Der nervt mich vielleicht. Na gut. Genau, wenn wir schon zu Bennett gehen, können wir gleich auf den Marktplatz gehen und da ist ja ein Händler, der nicht besonders gut auf mich zu sprechen ist. Und wurde mir gesagt, dass der Nachbar des Händlers mir vielleicht dabei helfen könnte. Da werde ich jetzt mal hingehen und gucken, ob das wirklich was bringt. Warum läuft ich hier unten lang, nicht oben? Hopp. Genau, ich soll jetzt zu Zuris gehen, aber Zuris ist nicht gut auf mich zu sprechen, also soll ich zu jemand anderen gehen. Machst du das, Hakon? Verschwinde, du Sträfling. Ah. Kantar hat mir gesagt, was du für ein mieser Kerl bist. Kantar. Kantar war kein Händler, oder? Kantar war doch, Du bist ein Sträfling aus der Minenkolonie. Dir werde ich nichts verkaufen. Ja, ich sehe schon. Ich habe es mit allen Händlern offensichtlich verscherzt. Da hat sich Kantar offensichtlich einen üblen Streich erlaubt. Hat sich an mir gerecht, dass du bist Rengaru. Du bist kein Kantar. Na, geht's dir gut? Na, geht's dir gut? Was willst du denn noch? Ich hab nichts mehr geklaut. Ehrlich, Mann. Ja, prima. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Du musst die Frage, wo war Kantar? Da ist Kantar. Sieh an, da bist du ja wieder. Hatte ich dich nicht gewarnt? Du hättest mal besser getan, was ich dir gesagt habe. Jetzt hat sich bei den Händlern herumgesprochen, dass du ein Sträfling bist. Eine dumme Sache. Du wirst hier am Marktplatz nicht mal mehr ein Brot kriegen.
Ich könnte das allerdings wieder hinbiegen für, sagen wir, 500 Goldstücke. 500 Goldstücke? Ich kann ja auch eine lebende Fackel verwandeln. Das ist doch kein Geheimnis. Für, sagen wir, Lau. Kanta, hast du eigentlich eine Truhe? Bestimmt hast du irgendwie eine Truhe. Du musst irgendwo deinen Kram lagern. Ich könnte es mir angedeihen lassen, dass ich sozusagen seine Truhe plündere, den ganzen Kram daran verscherbe für 500 Gold, kann man das bestimmt machen, und ihm dann die 500 Gold gebe. Schlimme Zeiten sind das. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Über 5000. Okay, weißt du was, ich gebe dir erstmal das Geld. Bist du gekommen, um zu bezahlen? Tatsächlich. Ich habe nicht gut genug Gold dabei. Nein, wie viel war es nochmal? Das weiß ich. Na schön, ich bezahle. Na schön, ich bezahle. Du lässt mir ja keine Wahl. Gut. Dann werde ich mal dafür sorgen, dass du wieder im Ansehen der Händler steigst. Ja, und das Gold hole ich mir von dir auf alle Fälle zurück. Du verkaufst illegale Minenanteile. Du verkaufst illegale Minenanteile. Ja und? Was soll's? Mach ich es nicht, macht's ein anderer. Ja, eine super, eine super Ausrede. Ah, zeig mir deine Ware. Was hast du? Zeig mir deine Ware. Ich glaube, such dir was aus. Deinen Kopf hätte ich gern. Sturmbringer. Ah ne, die ganzen Schwerter, sowas brauche ich eigentlich alles gar nicht. Was ist das hier? Erzminenanteil Korinis. Ich habe was anderes gehört. Das war doch auch ein Auftrag. Das ist doch kein Geheimnis. Alles weiter. Ich muss weiter. Ich muss weiter. Von mir aus. Wem soll ich denn nur davon berichten? Moment. Ah, das war dem Feuermagier, genau. Ich guck kurz mal. N gefälschte Minenanteile. Ich bin zum ersten Schritt weitergekommen. Irgendjemand verkauft illegale Erzanteile und bereichert sich daran. Ich muss herausfinden, wer sie den Händler dieser Gegend verkauft hat. Serpentis will diesen, will diese falschen Papiere alle haben. Ach, er will sie alle haben. Ah, das heißt, wir müssen sie offenbar kaufen. Dann nehmen wir die mal. Zeig mir deine Ware. Bla, bla, bla. 50 Gold pro. Naja, ist ja nicht gerade wenig. Ich muss weiter. Ich muss weiter. Von mir. Du Schmierbolzen. So, jetzt können wir vielleicht mit Zuris reden. Das ist ja interessant. Der nicht hier ist, sondern hier. Hey. Ich glaube da nicht dran. Du verkaufst Minenanteile? Du verkaufst Minenanteile? Ja, was für ein Reinfall. Auf so eine windige Sache lasse ich mich nie wieder ein. Der erzähle ich gar nicht. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Das ist mal wieder typisch. Ich, jetzt nicht mit ja, Mann, ich muss auch diesen Minenanteil kaufen. Yep. Ach, roter Tränenpfeffer von den südlichen Inseln. Vorsicht, scharf, okay, und Apfeltabak. Die göttliche Kraft der Gestirne kostet 400 Gold. Das muss wohl offenbar was ziemlich Gutes sein. Es geht erschaffen Wolfrufen, Unwetter, Windfaust, oh, du hast einige schöne anders. Dinge, Golem erwecken. Uiuiuiuiui. Für 150. Komm, Skelett, Dämon beschwören, Monsterschruppen, ist auch ziemlich geil. Blitzschlag, Eisfall, Eisblock, Eiswelle, Feuerball, Licht, Untote vernichten, kleiner Feuersturm, Feuerregen, bla. Gürtel der magischen Abwehr, Schutz der Magie plus 10. Das ist nicht schlecht. Oh, du hast Mana-Tränke. Du hast Mana-Tränke. Das war also eine Empfehlung. Ja, das ist großartig. Trank der Geschwindigkeit kostet 200. Nicht schlecht. Da nehme ich erstmal die alle. Dann nehme ich die am besten auch alle. Und das nehme ich. Das habe ich schon gesagt. Bonus für maximales Mana 5. Oh, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Aber dazu kommen wir später. Das habe ich schon. Weil momentan will ich nicht ganz so viel Geld ausgeben auf einmal. Das tut mir irgendwie im Herzen weh. Erstmal zu Bennett. Also, wir werden übrigens mal die anderen Händler aufsuchen und gucken, ob die auch alle gequälschte Minenanteile verkaufen. Also Baltram und die beiden am Tor will ich auch noch aufsuchen, sozusagen. So. Hey Lothar. Hey André. Bla bla bla. Ich will das. Nee, will ich gar nicht. Kann ich einfach so freilassen? Baltram, ich will zu den Gefangenen. Ja. Ich will zu den Gefangenen. Zurzeit sind alle Zellen leer. Ach ja? Das heißt wohl... Wer bist du denn? Fernando. Ach ja, ich hab mal schon. Vor wegen alle Zellen sind leer. Ach, Bennett ist auch mal schon zurückgekehrt. Das ist ja lustig. Wer bist du denn da hinten? Mal Hebel aufmachen. Hier vielleicht vorher mal speichern soll, aber... Na egal. Bist du Bennett? Du bist Halvor. Nein, du bist unwichtig. Zack rein. Zack, zu, meine ich. Gut, dann können wir uns also wieder ins, ich würde gerade sagen, ins neue Lager zu den Söldnern teleportieren. Unser Amulett reparieren lassen. Das ist gar nicht mal schlecht. Da sind wir schon mal einen schönen Schritt weitergekommen. Der Schmied Bennett wird freigesprochen. Ah. Weil seine Unschuld von einem klugen Berater Lord Hagens bewiesen wurde. Ah, verdammt, ihr habt den Anfang nicht mitbekommen, aber es, ganz leise war ganz am Anfang. Der, Dieb Bennett wird freigesprochen.
weil er von einem, weil irgendwie Lord Hagen von einem klugen Berater beraten wurde. Wunderbar. Ranga, willst du noch ein Bier? Nein, du kriegst kein Bier mehr. Du hast schon genug getrunken. Was mit dir wird, hast du noch irgendwas Sinnvolles? Hey, komm näher. Mach mal Pause und trink mal einen kühlen Schluck Bier. Nach getaner Arbeit gibt's nichts Besseres als ein kühles Pilz. Das mag wohl sein. Okay. Für dich kann ich eigentlich langsam auch mal irgendwann sowas anmischen, Abujin. Also so Tabak, glaube ich. Aber erstmal will ich noch ein bisschen die Händler ausfragen wegen den Minenanteilen. Aus irgendeinem Grund glaube ich übrigens nicht, dass die im Baldrab, dass die im Hafenviertel zu finden sind. Du handelst mit Piraten? Tust du das? Keine Ahnung. Du handelst mit Piraten. Was? Wer hat dir das erzählt? Ich habe mich mit einem von ihnen unterhalten. Er scheint in seiner Bucht auf dich zu warten. Was willst du machen? Es sind harte Zeiten. Jeder muss sehen, wo er bleibt. Ja, das wird Konsequenzen für dich haben. Hattest du keine Angst, erwischt zu werden? Hattest du keine Angst, erwischt zu werden? Das kann passieren. Du hast es ja auch herausgefunden. Aber du hältst doch dicht, oder? Ja, komm, ich halt dicht. Was weißt du über die Piraten? Womit handelt ihr? Womit handelt ihr eigentlich? Womit handelt ihr? Ich versorge sie meistens mit Nahrung. Oh, ist doch okay. Und von ihnen erhalte ich dafür den besten Rum, den man in Korinnes kriegen kann. Ja, ganz ehrlich, finde ich nicht schlimm. Ich könnte den Handel für dich abwickeln. Das war alles, was ich wissen wollte. Was weißt du über die Piraten? Ja, oh, komm, ich könnte den Handel für dich abwickeln. Ich könnte den Handel für dich abwickeln. Das ist doch das wäre gut. Ich kann Korinnes zurzeit nicht verlassen. Ehrlich, ich hab's selbst hier, erlebt. Nimm dieses Päckchen und sag Skip, dass er mit dem Rum diesmal nicht so knausern soll. 3 Flaschen sollten es schon sein. Ja, wunderbar. Das war alles, was ich wissen wollte. Das war alles, was ich wissen wollte. Zeig mir deine Ware. Was hast du nur so? Zeig mir deine Ware. Hast du auch Mineteile? Nein, hast du nicht. Das ist ja wundervoll. Ja, du hast irgendein Amulett da unten. Amulett der Lebenskraft. Lebensenergie plus Bonus plus 40 ist gar nicht mal so wenig. Aber ansonsten hast du im Großen und Ganzen nur Müll, oder? Ja, kann man mal so sagen, wie es ist. Das ist mal wieder typisch. Okay, Baltram, nein. Bartok, was war ein Jäger, oder? Bring mir bei, wie man schleicht. Oh nein, ich will besser mit dem Bogen umgehen können. Will ich eigentlich gar nicht. Mein Mann sieht das warte mal, Ringerum, die habe ich schon geredet. Mit Zuris habe ich schon geredet, habe die Mineteile gekauft. Aber euch beide hatte ich noch nicht. Sprech mal mit dir. Jora. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Das habe ich schon immer gesagt. Du hast auch keine Mineteile. Dafür hast du einmal Rohstahl, was ja nett von dir ist. Licht brauche ich gerade nicht. Aber Leute, Eichenhaut. Oh. Boah, Dunkelpilz, Feuernesseln, ja, nee, eigentlich nicht. Kompositbogen, eine Folterachse, sieht schon ziemlich geil aus. Ist das? Heilpflanze, Heilkram, habe ich wahrscheinlich mal irgendwann verkauft, warum auch immer. Ich muss weiter. So, und nochmal bei Harkon vorbeigucken. Jetzt bist du wieder gut auf mich zu sprechen. Erzähl mir was über die Gegend außerhalb der Stadt. Nein. Wo hast du die Minenanteile her, die du verkaufst? Oh ja. Wo hast du die Minenanteile her, die du verkaufst? Tut mir leid. Das kann ich dir nicht sagen. Ist mir zu gefährlich. Ich habe was anderes. Mist. Na gut, dann zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Es ist mir eine Ehre, dass ein Vertreter unserer heiligen Kirche sich für meine Waren interessiert. Ach, jetzt ist auf einmal, dir auf einmal wieder eine Ehre, oder was? Gib erstmal deinen Bienenanteil und, oh, deinen Rohstahl. Wundervoll. Gürtel der Abwehr, Milizgürtel, nein. Ledergürtel, ich hab gerade gelesen, Lasergürtel, aber Ledergürtel. Harnischamulett und der Rest ist halt auch alles für Nahkämpfer und so, das brauche ich alles nicht. Aber ich sehe, ich kann schon wieder ein bisschen Kasse machen mit meinem Rohstahl. Das finde ich gut. Das finde ich sogar sehr gut. Ich frage mal ganz kurz in der Taverne nach, bevor ich das vergesse. Die übrigens nicht hier ist, sondern völlig woanders. Na bitte, geht doch. Ja, reg ich nicht auf. Ob auch die Minenanteile verkaufen. Das wäre mal interessant zu wissen, wie weit das schon um sich gegriffen hat. So, hier ist eine Taverne, oder? Ja, das ist eine Taverne. Bürger, du bist unwichtig. Koragon, zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Du hast keinen Minenanteil, okay? Valentino, hey. Hast du einen Minenanteil? Ach nee, Valentino, du bist einfach nur so. Stimmt, du warst ja sehr Schmierlappen, der die ganze Zeit uns nur beleidigt hat. Das ist nicht ganz so wichtig. Gut, wie gesagt, ich wollte gerade jetzt mal zu den Söldnern gehen, aber vorher könnte ich eigentlich noch mal kurz ein bisschen schmieden und damit sozusagen schön die Folge langsam aus und seicht auslaufen lassen. Schlag erst mal bis Mitternacht. Mitternacht. Ja, genau. Um dann schön aller Ruhe in Anführungsstrichen zu schmieden, sodass ich natürlich alle wecke. Aber wisst ihr was, ist mir egal. Amor ist nicht, ich will zum Schmiedefeuer, zu Essen.
So, mal ein Schwert. Also wir haben ja mindestens 6 Rohstahl jetzt. Da wir gerade 6 gekauft haben. Aber es kann durchaus sein, dass wir mehr davon haben. 4. 5. Weil ich habe auch verstanden vergessen, wo wir schon überall also Rohstahl aufgesammelt haben. Vielleicht sind sie auch 10 oder so. Okay, 7. Ich schätze mal 10. 8. Uiuiuiui. 9. Was bekomme ich für ein Schwert? 100 oder sowas? Oder 150? 10. 11. Also wenn ich 15 habe, kann ich mir direkt an den Mana-Trank kaufen, ganz ehrlich. Womit denn? Schade. Nur 11. Fast schon langweilig. Na gut. Ich... Oh, ein Schwert. Oh, ein edles Schwert hätte ich gerne. Wundervoll. Kann ich nicht Esser verschmieden? Kann ich bestimmt nicht. Zurück. Schade. Gewöhnlich Waffen schmieden? Ja, warum nicht gleich nur ein edles Schwert, wenn wir schon dabei sind. Eine gewöhnliche Waffe schmieden und ein edles Schwert schmieden. Ja, wer jetzt Kameraden? Ich werde eine gewöhnliche Waffe schmieden, dann vielleicht mal ein edles Schwert schmieden. Ja. Ich muss kurz mal wieder einen Sinn, was wir eigentlich danach alles machen müssen. Wir müssen dann noch, ja genau, zu den Feuermagiern, um... Also zum Herr der Feuermagier, da um den sozusagen davon zu überzeugen, dass Xardas gar nicht mal so schlimm ist. Das wäre schon mal das erste Ding, was ich machen könnte. Nachdem ich das Amulett repariert habe. Und dann müsste ich eigentlich auch fast schon wieder zur Lichtung gehen können, oder? Um das heilige Auge Innos wieder aufzuladen. Edles Schwert. Und nochmal ein edles Schwert. Und so viel dürfen es gar nicht mehr sein. Womit denn? Ja, genau. Womit denn? Wer bist du eigentlich? Schleichst du nachts rum, Brian? Warte mal. Du Spiellehrling? Kannst du Schmuckstücke reparieren? Kannst du sicherlich nicht. Was kann ich bei dir bekommen? Was kann ich bei... Ich könnte... Los, gib mir Schmiederohlinge. Ach, hast keine mehr. Mann. Okay, aber das ist überhaupt kein Problem. Wir legen uns mal kurz hin. Ich habe beschlossen, ich will doch nochmal den Trank kaufen. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Kann ich ja praktisch gleich eintauschen gegen die Waffen, die ich gerade geschmiedet habe. Ach nee, warte mal. Kann man die Waffen auch gleich bei dir eintauschen? Beim Schmied? Weil du gibst da, glaube ich, ein bisschen mehr Geld, oder? Hey, Arbeit. Da bist du ja wieder. Ja, da bin ich wieder. Ich möchte meine Ärzte... Nein, ich möchte keine Ärztin kaufen. Ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Gut. Gib her. So, und hier hast du deinen Lohn. 3000 Gold! Halleluja! Ja, da kaufe ich mir nochmal diesen Trank mit links, das ist auch kein Problem. Warum hört er eigentlich? Der war nicht hier direkt links, sondern der war hier irgendwo weiter rechts. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Genau. So muss das sein. Ich hätte auch schon wieder mal übel Lust, in die neue Welt wieder zu gehen nach, ach, was weiß ich, Namen vergessen. Jarkin da, genau. Nicht, doch, Suris. Weil, da durften auch schon wieder einige neue Monster gespawnt sein. Die ich meiner Erfahrung mal einverleiben kann. Nein, Geschwindigkeit will ich nicht. Elixier des Geistes, genau. Bonus für maximales Mana. Wisst ihr, was richtig scharf wäre, wenn ich die auch selber mal brauen könnte. Und ich glaube, das ist, war ich auch glaube großen Ganzen das Ziel, warum ich überhaupt Alchemist geworden bin, dass ich solche Tränke brauchen kann. Was mache ich hier eigentlich gerade? Das ist doch kein Geheimnis mehr. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Na, wo sind sie? Da sind die Tränke. Ich habe was anderes. Trank der Geschwindigkeit, Exzit des Geistes. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Mana plus 5. Jetzt habe ich... Oh, 45 Lernpunkte habe ich noch, gar nicht mal schlecht. 104 Mana, das ist richtig gut. Ich habe es selbst erlebt. Da kann man sich mal schon drüber freuen. Also ich hätte ja irgendwie, glaube ich, mal angestrebt, 150 Mana zu haben oder sowas. Das dürfte irgendwie reichen, so halbwegs. Oder vielleicht noch 200, aber das ist ganz schön viel dann irgendwann. Aber egal. So, ich mache kurz mal hier eine Pause und in der nächsten Folge werden wir uns zu den Söldnern begeben, um das Amulett zu reparieren. Bis dann.